Aber und herzlich willkommen zu Outdoor Inn. Oder was davon noch übrig ist. Gut, fangen wir von vorne an. Ich habe eine Dose zugesandt bekommen, ne? Von einem Fan. Wer solche Fans hat, der braucht keine Hater mehr, sag ich euch. The Strömming. Also aufgemacht, hat gestunken wie die Saune. Preta neben mir fast umgefallen. Ich! Keine Miene verzogen. Knallhart geblieben. Preta konnte es nicht essen. Ich schon. Hast mir reingezogen. Ja, bin der Größte. Kein Problem für mich. Richtig Bear Grylls-mäßig. Ja. Aber das saudumme Lächeln, das ich da an der Fratze hatte, das wurde mir ja danach von der Realität in den nächsten Stunden, ja, aus der Visage gewischt. Denn dann fing es an. Aufstoßen. Ja. Kennen wir alle? Nee. Ihr kennt es nicht. Kennt keiner, der kein Sirströmming gegessen hat. Das Schlimme war nicht die Quantität des Aufstoßens. Ja. Jeder stößt mal auf. Kein Ding. Das Schlimme war die Qualität. Es ist ein paar Stunden her, dass ich den Fisch gefressen habe. Seitdem. Jedes Mal, wenn ich hickse, ja, oder gar rülpse, da ist es, als würde sich eine Klärgrube in meinem Rachen auftun, ja? Der übelste Kanalgestank, richtig faulig, er zieht dann hier hoch, mir in die Nase rein und jedes Mal denke ich, ja, da will doch keiner! Und jetzt kann ich nicht mehr! Jetzt kann ich nicht mehr! Und werde was dagegen tun. Aber das wird mich wahrscheinlich meine Reputation als rechter Radikalinski kosten, denn ich habe hin und her überlegt. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich essen, was dieses Aufstoßen übertüncht? Und habe nachgedacht. Was hast du denn mal gegessen, was stundenlang noch dann so im Magen rumgeschwappt ist und dir seinen, sagen wir mal, Knoblauchgeschmack in den Rachen gedrückt hat? Ja. Da fiel mir nur eine Sache ein, die ich in weniger rechten Tagen gegessen habe. Döner. Döner? Ja. Und dann bin ich halt zum Dönermann gegangen. Ja. Und hat mir eine türkische Pizza geholt. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was das für die ganze Bewegung bedeutet. Hashtag Nazis essen heimlich Döner. Ich kipp da Öl ins Feuer, aber Nazis essen heimlich Döner? Das trifft hierauf nicht zu. Das ist so eine türkische Pizza. Oh. Oh Mann. Aber ich bin damit auch wirklich nicht allein. Preta, der hat sich auch einen Döner geholt. Der ist auch am Boden. Dabei hat er ja kein Fisch gegessen. Was für ein Vaterlandsverräter. Und mit so Leuten bin ich jetzt zumindest scheinbar in einer Kategorie. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Aber was soll ich denn tun? Das ist eklig. Das ist echt eklig. Ich mach das jetzt, es tut mir leid. Bitte. Das Internet ist ja bekannt für seine, sagen wir mal, Nachsicht und für sein Verständnis. Und das erbitte ich jetzt, ja. Ich habe auch immer für alle Verständnis gezeigt, ne? Ich bin nie über irgendwen hergezogen. Ich war immer der liebe, nette Kerl aus dem Internet. Und jetzt verlange ich das auch mal von euch. Ich muss es verlangen, weil ich muss das jetzt tun. Es geht hier um mein Wohlbefinden. Wisst ihr, was das heißt? Oh Gott. Es tut mir leid, Vaterland. Ja. Arminius, verzeih mir.
könnt ihr euch gehen. Ich tue das nicht freiwillig. Oh, Surf-Training, du germanisches Monster. Wozu hast du mich getrieben? Oh, nein. So bin ich nicht. Das reflektiert nicht meine Persönlichkeit. Naja. Was willst du machen, ne? Wenn es um Leben oder nicht so gut Leben geht, dann kann das schon mal passieren. Aber das reißt jetzt nicht bei mir ein, das wird nicht normal. Ich bleib stabil, ja? Das ist eine absolute Ausnahme. Und es tut mir auch leid. Es tut mir leid. Na gut. Lasst mich doch in meinem Elend allein. Ich schaff das auch ohne euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache jetzt einen Deckel drauf. Sprech das aus, was wir alle ab und zu mal denken. Und was auch eine Rechtfertigung in gewisser Weise irgendwie, wenn man drei Augen zudrückt, für mein Verhalten hier ist. Überlebt! Oder... Stopp! Oh! Ah! Nein! Schlimm! Germania! Verzeih mir! Hat funktioniert. Aber zu welchem Preis?